professionelles Streichen können Sie nur auf diesem Kanal lernen. Hier lernen Sie, wie Sie Ihre Rolle führen müssen, um auch wirklich jeden Winkel zu erreichen. Also wenn das nicht professionell aussieht, dann weiß ich auch nicht. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt hier hinter mir meine Chaos-Ecke sehen. Ich mach die euch mal groß. Das ist so meine Ecke, wo ich einfach so das ganze Zeug lagere, was ich irgendwie nicht mehr weiß, wo ich es im Zimmer hinmachen soll. Also. Und ich werde jetzt aus diesem Eck einen offenen Kleiderschrank zaubern. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich denke, es wird so schief gehen, aber ich rufe es einfach mal aus. Muss jetzt aber erstmal die ganzen Sachen hier rausräumen und es... Aua! Oh, Alter, habt ihr das Knacken gehört? Bestimmt nicht. Weil die Schränke sind einfach rappelvoll gestopft. Ich weiß nicht, ob ihr so Schränke kennt, wo einfach nichts Sinnvolles drin ist, aber ihr einfach keinen Bock habt, diese ganzen Sachen zu sortieren. Und es sind wirklich 10.000 verschiedene Blätter, die einfach da drinnen sind. Fuck, zieht euch mal bitte das Chaos rein. Ich habe so viel Scheiße in dem Schrank, ich krieg es nicht in meinem Zimmer unter. Ich habe jetzt hier eine riesengroße Kiste schon vollgepackt mit Dokumenten und sonstigem. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören, deswegen, Kacke. Deswegen gehe ich jetzt einfach ins Bett und mache da morgen Abend dran weiter. Irgendwann später. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice.
mein Kleiderschrank ist endlich fertig geworden. Ja, ihr könnt ihn jetzt hier hinter mir sehen. Ich tu mal die so, dass ihr auch was seht. Genau, ein paar Kappen und so und ja, einfach so ein bisschen Deko halt, ne? Aber was richtig geil ist, was ich mal reinziehen müsste, wenn man das Licht ausmacht. Und dann habe ich hier eine kleine Fernbedienung und dann drücken wir hier mal auf On. Ich feiere es einfach. Ich weiß nicht, ich liebe das irgendwie. Und das kann man natürlich auch in den verschiedensten Farben machen, die man möchte. Bin mal gespannt, wie lange das auch schön bleibt, bis er dann meine Nick-Unordentlichkeit erfährt, bis die Klamotten einfach überall rumfliegen. Das ist mein Kleiderschrank. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir mal einen Daumen nach oben, dann mache ich mehr so Videos. Dann wünsche ich euch noch einen schminktontastischen Tag. Haut rein. Ich werde jetzt hier noch mein Zimmer ein bisschen aufräumen. Hier herrscht volles Chaos.